bin die einzige Überlebende, die ihn noch kurz vor seinem Tode gesehen hat. In dem schlichten Berliner Mietshaus in der Potsdamer Straße 134C stieg man viele Stufen empor, bis man im dritten Stock in einem dunklen Flur stand. Ein großer, schlanker Mann mit weißem Haar und strahlend blauen Augen sah mir entgegen. Er war 78 Jahre alt, hielt sich aber so gerade, dass er sich in der Tür bücken musste. Ich durfte sonntags manchmal zu Besuch kommen. Mein Großvater und Theodor Fontane waren nämlich Jugendfreunde. Tante Emilie Fontane war das Vorbild einer feinen alten Frau. Immer trug sie Spitzenhäubchen auf tadellos gelegten Locken. Ihr Verdienst war es, dass den Dichter bei den oft bedrängten Lebensverhältnissen immer ein gepflegter Haushalt umgab. Ich war damals 15 Jahre alt und Internatsschülerin im Luisenstift. Und jedes Mal, wenn ich kam, fragte mich der alte Fontane nach Deutsch und Geschichte. Manches Aufsatzthema fand er zu schwer. Goethe, sagte er, versteht ihr noch nicht. Warum lässt man euch nicht einfach einen Tisch beschreiben? Das ist schwerer, als man denkt. Oder vor dem Herrenhaus steht eine uralte Eibe. Das wäre etwas zum Schildern. Nach Tisch schliefen die beiden Alten. Ich wurde mit einem Buch in die Sofaecke gesetzt. An diesem letzten Nachmittag durfte ich bei ihm sein und in seinem Zimmer herumstöbern. Die Wände waren bedeckt mit Landkarten und Bildern von Menzel. Auf dem Schreibtisch die Bronzehand Moltkes. An der Seite lag ein Ballspiel, ein Becher mit einer Kugel an einem Faden. Es entspannt, sagte er, ohne zu zerstreuen. Pläne eines Herrenhauses zeigte er mir. Es waren seine Zeichnungen zu Effi Briest, die Wohnung des Landrats. Mit Bewunderung sah ich die großen Pakete seiner Manuskripte auf einem Board neben dem Schreibtisch. Fontane schrieb mit selbstgeschnittenen Schwanenfedern. Dadurch wurde seine Schrift so schwungvoll. Meine Großmutter sagte immer, es ist, als ob preußische Fahnen wehen. Herbst des Jahres 1892 sitzt ein an sich selbst verzweifelnder, von Nervenkrisen gequälter, altersmüder Mann in seiner Drei-Treppen-Hoch-Mansarde am Schreibtisch und schreibt sich auf Anraten seines Arztes die weit entfernte Kindheit von der Seele. To begin with the beginning. An einem der letzten Märztage des Jahres 1819 hielt eine Halbchaise vor der Löwenapotheke in Neuruppin und ein junges Paar entstieg dem Wagen. Es waren meine Eltern. Am vorletzten Tag dieses Jahres 1819 wird Henri Theodore, das erste Kind des jungen Paares französisch-hugenottischer Abstammung, in dem öden märkischen Garnisonsnest Neuruppin geboren. Der deutsche Dichter Theodor Fontane. Er sprach seinen Familiennamen übrigens zeitlebens französisch aus, Fontane. Trotzdem, er war, wie er von sich selbst sagte, ein in der Wolle gefärbter Preuße. Nur wenige Herrenhäuser des märkischen, des preußischen Adels haben die vergangenen 100 Jahre so unbeschadet, in so ungebrochener Frische überstanden, wie Fontanes akribische, bis in feinste Verästelungen vordringende Beschreibungen ihrer Geschichte und der Genealogie ihrer Geschlechter. Klatschgeschichten aus Prinzensalons, hochherrschaftliche Ehepleiten, Duelle um der Standesehre willen, Heldentaten preußischer Feldherren, eine Szenerie für Romane, Balladen, Gedichte. Sein scharfer, untrüglicher, aber nie boshafter Blick für das Morsche, das Hohle in der menschlichen Psyche, sein beinahe heiterer, manchmal ironischer, aber nie bitterer oder sarkastischer Plauderton haben ihn zu einem überragenden, glaubwürdigen Chronisten und Kritiker seiner Epoche
und ihrer untergegangenen Feudalgesellschaft gemacht. Der ohrenbetäubende Lärm sowjetischer Jagdbomber über dem Ruppiner See ist verstummt. Die GPG-Pflanzenproduktion Theodor Fontane und das VEB-Textilreinigungskombinat Clara Zetkin sind aufgelöst. Neuruppin, ehemals preußische Musterstadt, erinnert sich wieder etwas genauer an seine bedeutenden Söhne. An den Herausgeber der grellbunten Neuruppiner Bilderbogen Gustav Kühn, an den klassizistischen Baumeister Karl Friedrich Schinkel und an Theodor Fontane, der in der ehemaligen DDR als Wegbereiter des Klassenkampfes galt und deshalb sozialistische Hochachtung genoss. Fontane hat seine Geburtsstadt nie so recht gemocht. Ruppin hat eine schöne Lage. Lange und breite Straßen durchschneiden sie, solche raumverschwendende Anlage für eine kleine Provinzstadt gleicht einem auf Auswuchs gemachten Staatsrock. Dadurch entsteht eine Öde und Leere, die zuletzt den Eindruck der Langeweile macht. Das einzig Unregelmäßige an dieser spießigen kleinen Stadt sind für ihn die unregelmäßigen Werber, mit denen er sich im Gymnasium traktiert fühlt. Die Löwenapotheke. Fontanes Vater ist 23 Jahre alt, als er sie kauft. Mit 13 Jahren hatte er das Gymnasium verlassen und wurde Lehrling in diesem ungeliebten Beruf. Am liebsten wäre er sein Leben lang in der Welt herumkutschiert, immer auf der Suche nach einer Apotheke, ohne sie je finden zu können. Die Mutter Fontanes, Emilie, Tochter eines wohlhabenden Seidenkaufmanns, ist mit ihrem nervösen Naturell ganz das Gegenteil des Vaters. Des großen, stattlichen Gascogners, voll Bonhomie, dabei Fantast, Humorist und Geschichtenerzähler. Meine Mutter war von so großer Leidenschaftlichkeit, dass mein Vater halb ernst, halb scherzhaft von ihr zu sagen liebte, wäre sie im Lande geblieben, so tobten diese Wennenkriege noch. Stattdessen toben Ehekriege. Die Spielleidenschaft des Vaters bringt die Familie in die Bredouille. In kurzer Zeit verliert Henri-Louis Fontane ein Vermögen. Er muss die Apotheke verkaufen, Neuruppin verlassen. Die nun folgenden 5 Jahre in Swinemünde sind für Theodor die glücklichsten seiner Kindheit. Swinemünde, ein unschönes Nest, war von ganz besonderem Reiz. Alles war Poesie. Die Prosa kam bald nach. Die lässig-sokratischen Unterrichtsmethoden des Vaters reichen nicht mehr aus. Der 12-jährige Theodor muss allein zurück in das biedermeierliche, naiv-bunte Krähwinkel-Idyll der Kühnschen Bilderbogen. Zurück vor allem aber in die staubtrockene Atmosphäre des Gymnasiums von Neuruppin. Bis an sein Lebensende behält Fontane seine Abneigung gegen die Schule. Aber gerade er ist es, der so vielen nachfolgenden Schülergenerationen mit dem Auswendiglernen seiner Balladen die Deutschstunde verleidet hat. Mit Archibald Douglas, dem Herrn von Riebeck auf Riebeck im Havelland, mit der Brücke am Tay. Seine Kinderjahre beendet der nicht gerade erfolgreiche Gymnasiast Theodor Fontane ein Jahr später, 1833. Die Eltern schicken ihn nach Berlin. Er soll Apotheker werden. Nicht Abitur gemacht und studiert zu haben, ist für ihn noch im hohen Alter ein Trauma. Der Durchschnittsfontane ist immer aus der Oberquarta abgegangen und hat sich dann weitergeschwindelt, das beste Teil seiner Bildung aus Journalen dritten Ranges zusammenlesen. 1833, Fontane ist 14 Jahre alt, regiert in Berlin Friedrich Wilhelm III. Sein Aufruf an mein Volk hatte 1813 die vaterländische Begeisterung für die Befreiungskriege entfacht. 45 Jahre später benutzt Fontane diesen Stoff der patriotischen Volkserhebung gegen die napoleonische Vorherrschaft in Europa als Vorlage für seinen ersten Roman Vor dem Sturm. Aber alle Hoffnungen auf Reformen, auf mehr Freiheit werden enttäuscht. Preußen folgt eifrig der Restaurationspolitik Metternichs. Fontane beginnt sein jugendliches Bohème- und Bummelleben in einem bigotten, engstirnigen Polizeispitzelstaat, wo sich das Bürgertum ungestört von geistigen Ansprüchen in eine behagliche Biedermeier-Idylle eingenistet hat. Der typische Bourgeois ist für den Apothekerlehrling sein Lehrherr. Er war der Mann der ewigen sittlichen Entrüstung. Vorne im Offizin
verkauft der Chef China-Pomade und Schwanenweiß-Bleichsalbe an junge Professorengattinnen. Im Hinterzimmer muss der Lehrling stinkenden Queckenextrakt kochen. Schönere Gelegenheit zum Dichten ist mir nie wieder geboten worden. Bevor der Herbst da war, hatte ich zwei größere Arbeiten vollendet, eine Dichtung und einen Roman unter dem schon das sensationelle streifenden Titel »Du hast recht getan«. Die geheimnisvolle Kraft der Heilpflanzen ist ein irrlichthaft wiederkehrendes Motiv in Fontanes Roman. Im Stechlin begleiten sie Anfang und Ende des Lebens. Morgens unter Wittetüt und abends unter blaue Tüt. Und wenn die Tüten all sind, dann ist es rot. Das Water nimmt das Water weg. Na gut, Bursche. Aber nun möchte ich wissen, was ihr mir in euren Tüten schicken wollt. In der Wittetüte ist Bärlapp und in der blauen Tüte ist das, was die Jüdchen Katzenpoten nennen. Ja, das kann wohl helfen. Dazwischen liegt eigentlich die ganze Weltgeschichte. Mit Bärlapppuder in den Windeln fängt es an und mit Katzenpfötchen hört es auf. Tja, so verläuft es. Katzenpfötchen. Diese gelben Blumen, aus denen sie die letzten Kränze machen. Der Stechlin, Fontanes letzter Roman, handelt davon, dass ein Alter stirbt und zwei Junge sich heiraten. Es ist das Panorama des allmählichen Untergangs der alten preußischen Adelskaste. Das liberale, das intellektuelle Berlin trifft sich in Lesecafés, die für Polizeispitzel Brutstätten der Revolution sind. Bei Tee und Korianderbiskuits liest Fontane an jedem freien Nachmittag die dort kostenlos ausliegenden neuesten Zeitungen. Ab 1840 residiert Friedrich Wilhelm IV. Im Berliner Schloss. Er ist dicklich, unmilitärisch, unausgeglichen, launisch, geistig und künstlerisch, aber talentiert und gebildet. Er ist die Hoffnung aller Demokraten. Die Menschen fühlten etwas, wie wenn nach kalten Maientagen, die das Knospen unnatürlich zurückgehalten haben, die Welt plötzlich wie in Blüten steht. Aber diese Blütenträume werden vom Kugelregen zerstört. Seit 1813 halbherzig versprochene Reformen bleiben unerfüllt. Im Revolutionsjahr 1848 stellt sich wieder die Frage, muss man dem König gehorchen oder ist es ehrenvoller, nach dem eigenen Gewissen zu handeln? Schulze Kniehase, gnädiger Herr. Guten Tag, Kniehase. Auf die Minute. Die Zeiten wechseln. Es gibt Zeiten des Gehorchens und des Abwartens. Und es gibt Zeiten, wozu Handeln erste Pflicht ist. Ich habe dem König Treue geschworen. Aber ich will um der beschworenen Treue willen die natürliche Treue nicht brechen. Die gehört dem Land, in dem ich geboren bin. Der König ist um des Landes willen da. Trennt er sich von ihm oder lässt sich von ihm trennen durch Schwachheit oder falschen Rat, so löst er sich von seinem Schwur. Der bindet mich von ihm ein. Die Obrigkeit ist von Gott. Aus der Hand Gottes kommen die Könige, die Starken wie die Schwachen. Und ich muss sie nehmen, wie sie fallen. Bilder aus den Revolutionstagen 1918 in Berlin. 70 Jahre vorher, 1848, hatte auch der junge Fontane in diesen Straßen hinter den Barrikaden gestanden, um für die Abschaffung der Adelsvorrechte, der Pressezensur und des Parteienverbots zu kämpfen. Unter dem Druck der Straße gibt der König nach, später widerruft er alle Zugeständnisse. Mich verließ das Gefühl nicht, dass alles, was ich da Sieg nannte, nichts war als ein mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung zustande gekommenes Etwas. Volkswille war nichts. Königliche Macht, alles. Auf dem Gendarmenmarkt werden die Gefallenen der Revolution aufgebahrt. Dieses preußisch enge und doch so brodelnde, im rasanten Tempo explodierende Berlin lässt Fontane für den Rest seines Lebens nicht mehr los. Fast 65 Jahre lang, bis zu seinem Tode, bleibt er. 18 Mal zieht er um, aber immer in demselben Planquadrat zwischen Potsdamer Platz und Reichstag. 1849 hängt er den Apothekerberuf an den Nagel. Er wird freier Schriftsteller, lebt in ärmlichsten Verhältnissen. Da sitze ich wieder und koste die Reize des Chambre Garni. Die knarrende Bettstelle, die mitleidsvoll aus den Fugen geht, um einer obdachlosen Wanzenfamilie Unterkommen zu bieten. Mir ist dies Junggesellenleben ganz gründlich zuwider. So wie ich 500 Reichstaler habe, schaffe ich ein paar zweischläfrige Bettstellen an und die Sache geht vor sich. Nach 5 langen Jahren Verlobungszeit
heiratet Theodor Fontane das verwilderte Kind mit Augen wie Kohlen, Emilie Rouanet Kummer. Die Betten, nichts Unerhebliches im Ehestande, sind mit Hilfe von Matratzen und Sprungfedern so bequem wie möglich. An Ruhe fehlt es nicht und an Arbeit auch nicht. Beschreibt Fontane die dankbar empfundene Behaglichkeit im Ehestand. Aber die Arbeit bringt nicht viel ein. Die Fontanes halten sich über Wasser mit billiger Miete durch Trockenwohnen und... Ich erteile Unterricht im Deutschen, Geschichte und Geografie. Scheußliche Verhöhnung, in der Knechtschaft reif für die Freiheit werden. Nur Freiheit macht frei. Kühne Gedanken im Jahr 1848. Er ist jetzt Mitglied im erzkonservativen literarischen Sonntagsverein Tunnel über der Spree. Hier trägt er unter Beifall seine Balladen auf preußische Feldherren vor. Preußen, das hat für Fontane viele Facetten. Sie loben Ihr Vaterland, Sie loben Preußen. Verständlich, Herr von Hirschfeld, ich lobe es nicht. Was hier in Blüte steht, das ist Formelwesen, ist Schablone und Zahl. Und dazu jene Armut, die nicht Einfachheit, sondern nur Kümmerlichkeit hervorbringt. Und bei alledem immer noch die tief eingewurzelte, unerschütterliche Vorstellung, etwas ganz Besonderes zu sein. Woraufhin? Bichon! Das alte friderizianische Preußen und das kommunistische Manifest. Extreme Ideale, die kurze Zeit in Fontanes Wertvorstellungen durchaus miteinander vereinbar sind. Er schreibt für die radikaldemokratische Dresdner Zeitung. Preußen, ein Militär- oder Polizeistaat. In altpreußischem Stolz wenden wir uns mit Schmerz und Scham von einer Regierungsform ab, die an die Stelle eines militärisch organisierten Rechtsstaates das Schreckensregiment polizeilicher Willkür gesetzt hat. Ich gelte für einen roten Republikaner und bin jetzt eigentlich ein Reaktionär vom reinsten Wasser. Schreibt er wenige Wochen später an Bernhard von Lepel, den Freund aus dem literarischen Zirkel Tunnel über der Spree. In seinem Roman Vor dem Sturm skizziert Fontane sehr genau die Gepflogenheiten in diesem Dichterzirkel. Wir haben einen Kreis. Studenten, junge Offiziere, Poeten. Wir reden, wir diskutieren. Manchmal liest einer Gedichte oder eine Erzählung vor. Meistens romantische oder patriotische Sachen. Ich eröffne die erste Sitzung unserer Kastalia im neuen Jahr 1813. Was wird es denn sein? Eine Ballade. Ah. Ballade ist immer gut. Hören wir was von englischen Grafen oder Wikingertöchtern? Es handelt vom General von Seydlitz. Jawohl. Den Seydlitz-Stoff hat Fontane immer wieder selbst im Tunnel vorgetragen. In Büchern und auf Bänken, da war er nicht zu Hause. Ein Pferd im Stall zu tränken, das sah schon besser aus. Er trug blank-silberne Sporen und einen blau-stählernen Dorn. Zu Kalka war er geboren. Und Kalka, das ist Sporn. Preußische Feldherren und englische Könige, historische Helden und ihre Landschaften, unerschöpfliche Stoffquellen für Romane, Gedichte und Balladen. Aber die Poesie liegt in ständiger Fehde mit dem Broterwerb. 1852 geht Fontane als Korrespondent für die reaktionäre preußische Zeitung nach London, nachdem er sich das Reise- und Überbrückungsgeld vom König, von den Freunden und vom Vater zusammengebettelt hat. Die Englandschwärmerei des mittellosen Korrespondenten weicht zunehmend der Ernüchterung. Aber er ist hier immerhin seinen literarischen Vorbildern Walter Scott und William Thackeray näher als in Berlin. Für seine Zeitung schreibt er Feuilletons, die Londoner Briefe. Es sind Skizzen, die er später zu seinem ersten Prosaband, Ein Sommer in London, zusammenfasst. Er sucht nach Auswegen, um nicht als politischer Sollschreiber den, wie er sagt, reaktionären Hexenbrei des preußischen Ministerpräsidenten und Außenministers Manteuffel mitkochen zu müssen. Fontane leidet unter der popligen Unteroffizierswirtschaft der preußischen Behörden, den Streitereien um etwas mehr Gehalt. Und er leidet unter der Trennung von seiner Frau, die gerade das zweite Kind erwartet. Es stirbt, bevor Fontane es ein einziges Mal gesehen hat. 7 Kinder bringt Emilie Fontane zur Welt, nur 4 überleben. Ob sie etwas ahnte von den beiden Vorehelichen, die Fontane aus seiner Sturm- und Drangzeit irgendwo im Sächsischen hatte?
Fontanes dritter und letzter London-Aufenthalt, diesmal mit Familie, dauert 3,5 Jahre. Es ist die Zeit des Krimkriegs 1856. Seine Aufgabe ist es nun, preußisch-regierungskonforme Artikel in allen erreichbaren Zeitungen unterzubringen. Doch der unergiebige, stumpfsinnige Klakörjournalismus laugt ihn aus. Seine Muse, die Literatur, sieht er zur Dienstmagd herabgewürdigt. Mit dem Pariser Friedensschluss endet sein Vertrag. Fontane bleibt und hält sich mit Reportagen über Wasser. Er schreibt über den blutbefleckten Tower, über Poets Corner, das steinerne Gedenkbuch in der Westminster-Abtei, über das Theater, besonders Shakespeare, für englische und Berliner Zeitungen wie die Vossische und die Kreuzzeitung. Trotz starker Ernüchterung durch die politischen und gesellschaftlichen Zustände des viktorianischen England hinterlassen englische Lebensart, Geschichte und Kunst prägende Eindrücke, die in ständig wechselnden Schattierungen den späteren Romanen, ganz besonders dem Stechlin, das Flair von Weltoffenheit geben. England und seine Sitten, deren Raffinement der Herr Superintendent als ein Zeichen höheren Kulturzustandes pries, an dem es in Preußen und zumal in der Mark Brandenburg doch noch stark mangele, waren ihr kein erfreuliches Gesprächsthema. Wie war's im Tower? Und habe ich recht behalten mit Traitors Gate? Das Eigentliche begann erst in der Kapelle Heinrichs des Siebten, als ich da zwischen den Sarkophagen der beiden feindlichen Königinnen stand, Maria Stuart und Elisabeth. Dieses Gefühl, zwischen diesen beiden Gegensätzen pendelt die Weltgeschichte. Nicht nur, das empfindet man natürlich zuerst zwischen Katholizismus und Protestantismus, nein, vielmehr den Gegensatz zwischen Leidenschaft und Berechnung, Schönheit und Klugheit. Es sind die entgegengesetzten Welten, diese zwei Königinnen. Mitten im See liegt eine Insel. Und mitten auf der Insel hinter Eschen und Schwarztannen versteckt, erhebt sich ein altes Douglas-Schloss, das in Lied und Sage viel genannte Loch Leven Castle. Beim Anblick der mächtigen Ruinen des schottischen Sagenschlosses steigen Erinnerungen an die Säulengänge und Marmorbilde des märkischen Rokokoschlösschens Rheinsberg in ihm auf. Die schottische Landschaft gibt ihm den Impuls für die Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Es waren schöne Tage, und wenn ich längst ein alter Krepel sein werde, der die Vossische liest und bei Odiums Kaffee trinkt, werde ich alten Staatshämorrhoidarien mit einem letzten Rest von Feuer von Edinburgh erzählen und von Inverness und dem Schlosse Macbeths, drin König Duncan ermordet wurde. Die Reise durch Schottland mit Bernhard von Lepel, dem Freund aus dem Tunnel über der Spree, ist Abschluss und Höhepunkt der englischen Jahre. Einer der Wallfahrtsorte für die Freunde ist Abbotsford, eine Romanze in Stein und Mörtel. Es ist der Landsitz des großen literarischen Vorbildes Walter Scott. Mit der Rückkehr nach Berlin beginnt auch eine neue politische Ära. Die Fontane-Interpretation, so hat man gespottet, gleiche einer stets erfolgreichen Ostereiersuche. Jedes brave Kind bekommt sein Ei und sogar in seiner Lieblingsfarbe. Einer Elternäußerung zufolge könne man aus Fontane mit seinen eigenen Worten einen Monarchisten, einen Republikaner oder sogar einen Sozialdemokraten machen. Solche Äußerungen sollten uns nicht zur Resignation führen. Fontane hat ein langes, widerspruchsvolles Leben in einer politisch bewegten Epoche gelebt und er ist nicht der einzige deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts, dessen Entwicklung widersprüchlich verlaufen ist. Aber auf einen Nenner lässt er sich nicht bringen. So wie er ganz zuletzt war, so war er eigentlich, hat Fontane über seinen alten Vater geschrieben. Und diese Worte sind immer wieder auf ihn selbst bezogen worden. Von daher wurde das Werk Fontanes von seinem Spätwerk her interpretiert, beginnend mit den Berliner Romanen bis hin zur Summe des Gesamtwerks, dem Stechlin. Jahrzehnte später folgte die Erschließung des frühen Fontanes, der Lehr- und Wanderjahre etwa von 1840 bis 1860. Trotz scheinbarer Widersprüche standen sie mit diesem Werk des späten Fontane in einem erkennbaren Zusammenhang, muteten wie eine Vorbereitung an.
demgegenüber etwas undeutlich und im Schatten blieb, war die Zeit der 60er und 70er Jahre. Die Zeit der Kreuzzeitung, der Wanderungen bis hin zu dem Roman Vor dem Sturm. Man könnte sagen, der mittlere Fontane oder auch der preußische Fontane. Er bereitete Verlegenheit. Aber es wäre nicht ausreichend, diese Jahrzehnte nur als einen Umweg zu verstehen und sie in das Gesamtwerk und in die Gesamtdeutung des Dichters zu integrieren, würde ich für eine der wesentlichsten Aufgaben der Fontane-Forschung in der kommenden Zeit ansehen. Ohne Vermögen, ohne Familienanhang, ohne Schulung und Wissen, ohne robuste Gesundheit bin ich ins Leben getreten, mit nichts ausgerüstet als einem poetischen Talent und einer schlecht sitzenden Hose. Zurück in Berlin steht er wieder vor dem Nichts. Schweren Herzens und gegen seine politische Überzeugung wird er Redakteur bei der erzkonservativen Kreuzzeitung. Hier veröffentlicht er bald die Märkischen Bilder, die Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Kulisse für galante Rokoko-Abenteuer, nicht nur in den Wanderungen, sondern auch in dem kurze Zeit vorher begonnenen Roman Vor dem Sturm, das Schloss Rheinsberg. Tante Amelie lebt in ihren Vorstellungen immer noch am Hofe des Prinzen Heinrich in Rheinsberg und mokiert sich über seinen Bruder, den großen Friedrich. Das war und ist eben ihre Welt. Nein, Renate, ich kenne sie. So sind sie samt und sonders, diese Rheinsberger Komtessen, in die französischen Bücher und Prinz Heinrich, oh pardon, Prinz Henri, die Köpfe verdreht haben. Die Szenerie der Landschaft, die Herrenhäuser samt Interieur, die märkische Feudalgesellschaft und ihre Dienerschaft, preußische Panoramen, die kaum jemand gründlicher studiert und beschrieben hat als der unermüdliche Wanderer Fontane. In den Romanen ebenso wie in den einzelnen Kapiteln der Wanderungen. Aus dem Wilhelm Tell. Tragödie in 5 Akten von Antoine Marin-Lemierre. Auf einer schmalen Landzunge zwischen zwei märkischen Seen liegt das adlige Stift Lindow. Es sind alte Klostergebäude, Kirche, Refektorium, alles in Trümmern und um die Trümmer her ein stiller Park, der als Begräbnisplatz dient oder ein Begräbnisplatz, der schon wieder Park geworden ist. Hier auf dem Friedhof, bei den Gräbern der adligen Stiftsdamen von Kloster Lindow am märkischen Wutzsee, lässt Fontane seinen ersten Roman enden. Die untergehende Sonne fällt auf den Grabstein des Fräuleins von Witzewitz. Des Sommerabends süße Ruh umschwebt die halb zerfallenen Grüfte. Kloster Lindow am Wutzsee mit seinen Ruinen aus dem Dreißigjährigen Krieg, ein poetischer Ort. Das Kloster ist auch Vorbild für das Kloster Wutz in Fontanes letztem Roman Der Stechlin. Dem Kloster Wutz steht die standesbewusste, sittenstreng verknöcherte Adelheit von Stechlin als Domina vor. Dutzlaff, ich bin deine Schwester und eine Märkische von Adel und bin die Domina von Kloster Wutz. Und meine Mutter war eine Radegast. Und die Stechline, die drüben in der Gruft unterm Altar stehen, die haben, soviel ich weiß, auf ihren Namen gehalten und sich untereinander die Ehre gegeben, die jeder beanspruchen durfte. Ach, lass sie doch mit ihrer ganzen dummen Freiheit machen, was sie wollen. Freiheit ist gar nichts. Freiheit ist, wenn sie sich versammeln und Bier trinken und eine Zeitung gründen. Tagebucheintrag. Einen Plan gemacht. Die Marken, ihre Männer und ihre Geschichte. Wenn ich noch dazu komme, das Buch zu schreiben, so habe ich nicht umsonst gelebt und kann meine Gebeine ruhig schlafen legen. Zwanzig Jahre lang durchstreift er die Mark. Mit der Kutsche, dem Pferdeomnibus, mit dem Dampfer, der Eisenbahn. Und weite Strecken zu Fuß. Die Wanderungen sind generalstabsmäßig geplant, der Jahresurlaub auf 4-mal eine Woche aufgeteilt. In der wärmeren Jahreszeit ist er fast jedes Wochenende unterwegs.
Er sammelt Anekdoten, Sagen und Klatsch. Er notiert Namen, Daten, besichtigt Dörfer, Friedhöfe, Kirchen, Herrensitze. Eine wahre Leidenschaft ist für ihn die Militärgeschichte. Ich spreche erst ganz allgemein über die Familien, wie sie ins Land kamen, über ihren alten Besitz, ihren Reichtum und ihr Ansehen, dann über ihren Charakter und zuletzt über ihren jetzigen Besitz. Ich gedenke auch, Personalien und kleine Anekdoten zu geben. Kornblumen liebst du? Die treuen? Die blauen? Ich aber liebe den roten Mohn, schreibt er 1879 im Alter von 60 Jahren. Die blaue Kornblume, das ist das Symbol Preußens. Der rote Mohn, das bedeutet Aufbruch in ein neues Zeitalter. Fontane hat es der Nachwelt nicht leicht gemacht, gerecht und differenziert über seine politische Haltung, sein Weltbild, er würde sagen, seine Gesinnung, zu urteilen. Er vertritt manchmal sogar zur selben Zeit die widersprüchlichsten Positionen, vor allem über Preußen und seinen Adel. Wustrau, das am Ruppiner See gelegene Herrenhaus des alten Zieten. Ihr kennt ihn alle, den Zieten aus dem Busch. Ich halte es mit dem Zopfe, wenn solche Männer dran. Aber die als Männer und Helden verehrten und idealisierten Feldherren sind schon zu Fontanes Zeiten ausgestorben, wenn es sie so aufrichtig und edel überhaupt je gegeben haben sollte. So begrenzt er auch den Adel, der ihm vorschwebt, auf einige entzückende Einzelexemplare. Es verlohnt sich doch eigentlich nur noch, von Familie zu sein. 10 Generationen von Schulzes und Lehmanns sind noch lange nicht so interessant wie 3 Generationen eines einzigen Marwitz-Zweiges. Wer den Adel abschaffen wollte, schafft den letzten Rest von Poesie aus der Welt. Poetischen Schimmer hatte für Fontane die Preußenkönigin Luise. Schon sie hatte den Dünkel der Feudalgesellschaft beklagt. Es soll eine andere Ordnung der Dinge werden, da die alte sich überlebt hat. Wir sind eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen. Vielleicht, dass aristokratische Tage mal wiederkommen. Ich wünschte dieser Welt einen Adel, Gräfin. Aber er müsste danach sein. Ich respektiere das Gegebene. Daneben aber freilich auch das Werdende. Denn eben dieses Werdende wird über kurz oder lang abermals ein Gegebenes sein. Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben. Aber für das Neue sollen wir recht eigentlich leben. Es ist äußerst fraglich, ob die Merke heutiger Tage das Alte, das die letzten 40 Jahre das Neue war, auch lieben können. Und was ist für sie überhaupt das Neue, für das man recht eigentlich leben soll? Fontane würde die märkische Szenerie kaum wiedererkennen und wohl auch nicht zu Fuß erwandern wollen. Es sind wohl eher Grundstücksspekulanten, die nach der Wende auf den fontanischen Spuren wandeln, auf der Suche nach romantisch verfallenen und daher billigen Objekten. Seegrundstücke für Freizeitparks sind gefragt. Richtige Reiseführer sind die stolze 3000 Druckseiten umfassenden Wanderungsbücher ohnehin nie gewesen. Auch früher reiste man lieber an den Rhein, in die Schweiz oder nach Italien, aber nicht durch die karge Landschaft der märkischen Streusandbüchse. Nicht ohne Neugier und Erregung war es, dass ich nach dem verwunschenen Schloss hinsah. Ein Durcheinander von Glanz und Verfall, Spinnweb und abgefallener Kalk. Schloss Hoppenrade, kein romantisch verfallendes Schloss mehr, sondern sozialistische Bauruine. Welche Aktualität er für kommende Generationen haben würde, hat Fontane selbst sehr skeptisch beurteilt. Fontane wird wirklich gelesen. Das bedeutet in einer Zeit nachlassender Lesekultur sehr viel. Er ist unprätentiös, humorvoll, ein guter Beobachter. Er übertreibt nicht, er untertreibt, was zum Kern seiner Kunst gehört.
gibt sich übrigens sehr unauffällig, fast simpel. Als Literalhistoriker sollte ich jetzt vielleicht vom Gesellschaftsroman sprechen oder vom Fontane als Zeugen seiner Epoche. Aber das Eigentliche liegt tiefer und ist kaum zu benennen. Fontanes Aktualität ist seine Humanität. Wie man auch über Berlin spötteln mag, es ist schließlich nicht wegzuleugnen, dass das, was hier geschieht und nicht geschieht, direkt eingreift in die großen Weltbegebenheiten. Es ist mir Bedürfnis geworden, ein solches Schwungrad in nächster Nähe sausen zu hören. Vom Fenster seiner ärmlichen Wohnung aus sieht er auf Bahngleise, auf Waggons, beladen mit Soldaten, Kanonen, Lafetten. Alles von einem trüben Gaslicht überflutet. 1864 fährt er als Kriegsberichterstatter im deutsch-dänischen Krieg an die Düppeler Schanzen. 1866 im Krieg Preußens gegen Österreich berichtet er von böhmischen Schlachtfeldern. 1870 im deutsch-französischen Krieg ist er wieder Reporter. Als eifriger Materialsammler besichtigt er arglos das Geburtshaus von Jeanne d'Arc. Er wird als Spion verhaftet, auf die Festungsinsel Oléron gebracht und erst auf Intervention Bismarcks freigelassen. Vor der Abreise nach Frankreich löst er die Kette, an der sein Brotkorb hängt. Er kündigt den ungeliebten Redakteursposten bei der Kreuzzeitung. Stattdessen wird er nun Theaterkritiker der großbürgerlichen Vossischen Zeitung am Königlichen Schauspiel am Gendarmenmarkt. Ich habe mich nie für einen großen Kritiker gehalten. Aber doch muss ich für natürliche Menschen mit meinen Schreibereien ein wahres Labsal gewesen sein, weil doch jeder die Antwort auf die Frage Gold oder Blech daraus ersehen konnte. Ich hatte eine klare, bestimmte Meinung und sprach sie mutig aus. Man bilde sich nur nicht ein, dass ein Theaterkritiker ein Richter ist. Viel öfter ist er ein Angeklagter. Da sitzt das Scheusal wieder, habe ich sehr oft auf den Gesichtern gelesen. Vom Parkettplatz 23 aus berichtet er 20 Jahre lang über 600 Inszenierungen. Mit 70 interessiert ihn das junge deutsche Theater mehr als die königliche Pompbühne. Aber beim Abschied sagt er: Ich bin nicht ungern ins Theater gegangen, habe mich immer amüsiert, auch wenn es scheußlich war. Ich bin so weit, dass ich am liebsten meine zwei Daumen drehe oder zusehe, wie meine Frau Strümpfe stopft. 1872 zieht die Familie Fontane, zu der jetzt drei Söhne und sein Angstkind, die Tochter Mete, gehören, zum letzten Mal um. In die Potsdamer Straße 134c, drei Treppen hoch, in eine verwahrloste Mansardenwohnung. Der Hof sieht aus, als könne er das ganze Geheimratsviertel mit Typhus versorgen. In den Stuben feierte die Bettwanze ungestört ewige Brautnacht. Dazu gesellten sich in der Küche biedere Schaben. 25 Jahre lang sitzt Fontane hinter diesen beiden Fenstern an seinem Schreibtisch. Nun haben wir, geliebte Frau, statt des Sommers wieder Novembergrau. Emilie Fontane hat, wie ihr Mann, ein hochsensibles, nervöses Naturell. Die unsicheren Finanzen, das karge Leben, haben sie zu einer kühlrechnenden, wirklichkeitsnahen, aber nicht kaltherzigen Frau gemacht. Die Beziehung zwischen dem Künstler und seiner Alltagsmuse ist von zärtlicher Leidenschaftslosigkeit. An meiner Ehehälfte muss ich loben ihren ausgesprochen ästhetischen Sinn, ihre Naivität und nicht zum wenigsten ihre Unlogik. Zärtlichste Empfindungen aber lösen die großen, klugen Augen seines Lieblings Mete aus. Mete hat das Talent epistolaire, die Kunst des Briefschreibens, vom Vater geerbt. Und der hat, wie er selbst scherzhaft meinte, allein an seine Frau 10.000 Briefe geschrieben. Fontane fühlte sich selbst als geradezu Briefschwärmer. Er zog den Brief als des Menschen eigenstes und echtestes gebend jedem anderen historischen Stoff vor. Als Ausdruck und Abdruck einer Stimmung wertete Fontane den Brief. Geistig steht er in der Nähe des Essays und des Feuilletons. Mit der einzigen absoluten Promptheit seines Lebens hat Fontane seine Korrespondenz erledigt. Tausende von Briefen geschrieben. Henry H. H. Remarque hat
über Fontanes Briefe geschrieben. Es haftet diesen Briefen ein Charme, ein Etwas an, das in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts einzigartig ist und eher an das 18. Jahrhundert erinnert. Es ist der Hass gegen alle Phrasendrescherei, alles Gespreizte, Prahlerische, gesucht Feierliche. Es ist der stete Kampf gegen das herrschende Pathos seiner Zeit, geführt mit den Waffen des Verstandes und des tiefen Sinnes für einfache, natürliche Schönheit. Kurz, es ist die ewige Fehde des Echten gegen das Unechte. Fontane würde zur großen deutschen Literatur zählen, auch wenn von ihm nichts überliefert wäre als seine Briefe. Briefe, schicksalhaft, tödlich. Ja, die nicht verbrannten Briefe in Effi. Dergleichen kommt immer zuvor. Die Menschen können sich nicht trennen, woran ihre Schuld haftet. Unwahrscheinlich ist es nicht, aber leider sehr trivial. Effi Briest, für Thomas Mann nach Goethes Wahlverwandtschaften der größte deutsche Roman, ist eine Ehebruchgeschichte mit tödlichem Ausgang. Fontane hört diese Chronique skandalös im Salon von Emma Lessing, der Ehefrau des Eigentümers der Vossischen Zeitung. Wie ein kurzer Sonnenstrahl an einem Regentag taucht in der kühlen, langweiligen Ehe der Elisabeth von Ardenne eine willkommene Abwechslung auf. In Fontanes Roman ist es der ins öde pommersche Nest versetzte Major Krampas, ein Damenmann mit einem gewissen Hang zum Laissez-faire. Eigenschaften, die Effi bei ihrem pflichtbewussten, in Standesehre erstarrten Ehemann Gerd von Innstetten vermisst. Dramaturgischer Dreh- und Angelpunkt ist ein Spuk. Ein Haifisch, ein Krokodil und ein Chinese verfolgen die kindliche Effi bis in die Träume. Schreckensbilder werden zum Erziehungsinstrument. Innstetten ist ganz der Alte geblieben. Damals Spuk, heute Spuk. Es könnte doch sein, ihr Innstetten operierte erzieherisch. Der bürgerliche Amtsrichter Emil Hartwig, das Vorbild für Krampas, lernte die Baronin Elisabeth von Ardenne in der Düsseldorfer Künstlervereinigung Malkasten kennen. Einen Tag nach dem ersten und letzten gemeinsamen Ausritt erfuhr er von der Versetzung Ardennes nach Berlin. Das Liebespaar schrieb sich Briefe. Mit einem Nachschlüssel öffnete der argwöhnische Ehemann Armand von Ardenne ein versteckt gehaltenes Kästchen und hielt den Beweis in den Händen. Trotz Zweifels bleibt er bei seinem Entschluss. Ich bin doch so sehr im Banne ihrer Liebenswürdigkeit, eines ihr eigenen Charmes, dass ich in meinem letzten Herzenswinkel geneigt bin, ihr zu verzeihen. Im Zusammenleben mit den Menschen hat sich etwas herausgebildet, das nun einmal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen. Die anderen und uns selbst. Und dieses, wenn Sie wollen, tyrannisierende Gesellschafts-Etwas fragt nicht nach Charme und nicht nach Verjährung. Ich habe keine Wahl. Unser Ehrenkultus ist ein Götzendienst. Wir müssen uns ihm unterwerfen, solange der Götze gilt. Emil Hartwig, der von Ardenne zum Duell gefordert wird, bittet um Verzeihung und stirbt 3 Tage später an den Schussverletzungen. Fontanes Major Krampas bleibt dazu keine Zeit mehr. Der Tod beendet letzte bruchstückhaft gestammelte Worte. Ja, Effi. Alle Leute sympathisieren mit ihr und einige gehen so weit, den Mann als einen alten Ekel zu bezeichnen. Das amüsiert mich natürlich, gibt mir aber auch zu denken, weil es wieder beweist, wie wenig den Menschen an der sogenannten Moral liegt und wie die liebenswürdigeren Naturen dem Menschenherzen sympathischer sind. Wenn ich Fontanes Romane lese, fallen mir die Namen ganz besonders auf, zum Beispiel bei Effi Briest. Denn Effi kommt aus einem Roman von Walter Scott. Das ist eine schuldig-unschuldige Frau aus einem Bestseller.
des ersten Drittels des Jahrhunderts. Aber wir lesen ja diesen Roman nicht mehr. Nur die Leser des 19. Jahrhunderts, die Fontane-Leser, die kannten diesen Roman sehr genau. Und sie wissen, wenn eine Frauenfigur Effi heißt, das heißt Schuld, das heißt Reue, das heißt auch eine Art von höherer Unschuld. Effi Briest, das ist dieser schottische Charakter, versetzt in die preußische Landschaft. Aber ein Charakter, der von a priori, von vornherein ein gewisses Stigma trägt, eine gewisse Neigung zur Verfehlung. Es gibt andere Namen, die immer wieder diskutiert werden, zum Beispiel Melusine im Stechlin. Immer wenn sie auftritt, sagt jemand, ja, was heißt das, Melusine? Und das wird so oft durchdiskutiert, dass man eigentlich daran vergisst, dass sie es ist als Melusine, als Wasserfrau, die genau weiß, was der See bedeutet. Das sind spielerische Arabesken. Namen bedeuten nichts. Wirklich nicht? Wer Melusine heißt, sollte wissen, was Namen bedeuten. Ich weiß es, leider. Denn es gibt Leute, die sich vor Melusine fürchten. Was immer eine Dummheit. Aber eigentlich vielmehr noch eine Huldigung ist. Ach, was ich Sie fragen wollte, liebe Frau Hohle. Wie heißt denn eigentlich dieser junge Herr, der bei Ihnen wohnt? Fitzewitz. Fitzewitz? Sonderbarer Name. Wieso denn merkwürdig? Es kann nicht jeder Schimmelpennig heißen. Wenn ich übrigens recht unterrichtet bin, ist sein Name korrekt von Fitzewitz. Das Buch ist schon aus dem Winter 63-64. Ich schrieb abends und nachts die ersten Kapitel, dann lag das Buch 12 Jahre lang still. In Fontanes vaterländischem Erstlingsroman will ein patriotischer preußischer Landjunker in den Befreiungskriegen 1813-14 sein Land gegen die Franzosen verteidigen, auch ohne Zustimmung und Unterstützung des Königs. Ein großes historisches Panorama vor der Kulisse des froststarrenden Oderbruchs. 58 Jahre alt ist er bei der Veröffentlichung seines ersten Romans. Die Wanderungen durch die Mark gibt er auch jetzt nicht auf. Vor allem Schlösser sind Ziel seiner romantischen Pilgerfahrten zu den Quellen der Tradition. Schloss Tegel der Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt beeindruckt ihn durch die Marmorpracht der Antikensammlung, die er säuberlich auflistet. Landschaften, die Dörfer, Schlösser und Adelsgeschlechter, denen er auf seinen Wanderungen nachspürt, sind gleichzeitig Vorlagen für seine Romane, die fast alle eines gemeinsam haben: Konflikte zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. In Vor dem Sturm sind es Marie Kniehase, das Kind von dunkler Herkunft, und Levin von Fitzewitz, Spross einer langen Ahnenreihe. Eines freilich weiß ich, und damit getraue ich mich, gegen sie anzutreten. Marie wird uns den Stammbaum, aber nicht die Profile verderben. Nicht die Profile und nicht die Gesinnung. Und das beides, ja. Das ist das Beste, was der Adel hat. Papa. Frisches Blut, Fitzewitz. Frisches Blut. Und aus diesen beiden, Marie Kniehase und Levin von Fitzewitz, daraus kann was werden. Ja. Das Buch ist voll Hass gegen die blaue Kornblume und gegen mit Gott für König und Vaterland. Der Stechlin, Fontanes letzter Roman, ist dann der Abgesang auf die Feudalgesellschaft. Unsere Leute gefallen sich nun mal in der Idee, ihre Namen hingen mit dem Fortbestand der Weltordnung zusammen. Dabei liegt es so, dass wir sämtlich abkommen können. Wenn wir morgen von der Bildfläche verschwenden, ist es nicht bloß für Preußen und die preußische Armee ganz gleichgültig. Rex, die Müllers und Schulzes rücken einfach in die freigewordenen Stellen ein. Als Fontanes Kritik am Hohenzollernreich und seiner Gesellschaft sich verschärft, sind es oft Bismarck und die Sozialdemokratie, die allein ausgenommen bleiben. Die Sozialdemokratie hat ihn als eine noch unverbrauchte politische Kraft interessiert.
Mit der Differenz von wenigen Jahren haben Fontane und Bismarck dieselbe Zeit durchlebt, vom Wiener Kongress bis zum Ende des Jahrhunderts. Das Todesjahr 1898 haben sie gemeinsam. Fontanes oft berufene Ambivalenz, die immer auch Streit mit sich selber war, lässt sich kaum anderswo so deutlich ablesen wie an seinen wechselnden Urteilen über Bismarck. Aber die fortdauernde Faszination durch Bismarck zeigt doch, wie sehr der Romancier Fontane mit seiner Epoche wirklich verbunden war. An Maximilian Harden schreibt er 1894: In fast allem, was ich seit 70 geschrieben habe, geht der Schwefelgelbe um. Und wenn das Gespräch ihn auch nur flüchtig berührt, es ist immer von ihm die Rede. Fontane hat den Schöpfer des Bismarckreiches und dessen führenden Staatsmann aufrichtig bewundert. Der Mensch Bismarck blieb ihm jederzeit suspekt. Aber bis hin zu dem 1898 entstandenen Gedicht, wo Bismarck liegen soll, ist Bismarck in Fontanes Werk gegenwärtig. Der alte Dubslav von Stechlin hat einen Bismarck-Kopf. Dubslav von Stechlin lebte wie ein Philosoph, nach dem Vorbild des großen Königs Friedrich. Das war sein Mann, mehr als irgendwer, der sich seitdem einen Namen gemacht hatte. Das zeigte sich jedes Mal, wenn ihm gesagt wurde, dass er einen Bismarck-Kopf habe. Nun ja, ja, den habe ich. Aber die Leute sagen es immer so, als ob ich mich bedanken müsste. Die Stechline sind aber auch nicht von schlechten Eltern. Und Friedrichs Ruh, wo jetzt zu ihm alles hinpilgert, soll auch bloß eine Karte sein. Zwischen rotem Ampfer und gelbem Ranunkeln läuft heute, hell im Sonnenstrahl, der elektrische Bahnzug zum ersten Mal. An meinen Wanderungen puzzle ich weiter. Inhaltlich finde ich alles ganz gut, auch die Bemerkungen, nicht ohne Geist und Humor, aber der Ausdruck ist überall unvollkommen. Ich bin erst im Unglücksjahr 76 ein wirklicher Schriftsteller geworden. Ich habe überall liebevoll geschildert, aber nirgends glorifiziert. Es ist Torheit, aus diesen Büchern herauslesen zu wollen, ich hätte eine Schwärmerei für die Mark und die Märker. So dumm war ich nicht. Du beklagst dich über meine Weitschweifigkeit. Ich behandle das Kleine mit derselben Liebe wie das Große, weil ich den Unterschied zwischen Klein und Groß nicht recht gelten lasse. Treffe ich aber wirklich mal auf Großes, so bin ich ganz kurz. Das Große bedarf keiner künstlerischen Behandlung, um zu wirken. Die Bewohner von Werder sind stark, nervig, abgehärtet. Sie stehen bei früher Tageszeit auf und gehen im Sommer schon um 2 Uhr an die Arbeit. Ihre Kinder gewöhnen sie zu harter Lebensart. Im frühesten Alter werden sie mit in die Weinberge genommen, um ihnen die Liebe zur Arbeit mit der Muttermilch einzuflößen. Die Kätner und Kutscher, die Obstpflanzer, Bienenzüchter, die Fischer und Tagelöhner, die er in den kargen Landstrichen, den kleinen Städten trifft, vermitteln ihm in den 2 Jahrzehnten seiner Wanderungszeit Einblick in ihr tristes Leben. Vorstadtmilieu, märkische Landschaft, die Liebe eines wirklichkeitsfernen jungen Barons zu einer Schneidermamsell, die aus der geborgenen kleinbürgerlichen Idylle einer Gärtnerei gerissen wird und aus ihrem eigenen kleinen Klassenkampf als Siegerin hervorgeht. Bei Licht besehen ein Schnulzenstoff. Fontane macht daraus eine liebevoll nüchtern beschriebene Alltagstragödie. Das heißt immer, die Liebe macht blind. Aber sie macht auch hell und fernsichtig. Du weißt, scheint es gar nicht, wie lieb ich dich habe. Doch, ich weiß es. Du liebst mich und bist schwach. Und der Stärkere beherrscht dich. Entweder ist es deine Mutter oder das Gerede der Menschen. Oder die Verhältnisse. Das Liebespaar sucht die Einsamkeit von Hankels Ablage,
Jeder vermutet hier einen Müllhaufen mit etwas Nachtschatten oder Stechapfel darauf. Und doch ist es umgekehrt. Alles gehackt und gejätet und so frisch. Hier schreibt Fontane 8 Kapitel von Irrungen, Wirrungen. Du hast kein Auge für diese Dinge, weil du keine Liebe dafür hast. Und Auge und Liebe gehören immer zusammen. Jetzt ist genug. Nun binde den Strauß zusammen. Aber womit? Wir wollen es lassen, bis wir eine Binse finden. Reiß dir ein Haar aus und flicht den Strauß damit zusammen. Nein. Nein? Warum nicht? Warum nein? Weil das Sprichwort sagt, Haar bindet. Und wenn ich es um den Strauß binde, so bist du mitgebunden. Dass ich diesen Sommer erleben konnte, war mir ein Glück und bleibt mir ein Glück. Gestern, als wir über die Wiese gingen und ich dir den Strauß pflückte, es war unser letztes Glück. Unsere letzte schöne Stunde. Fontane schuf Frauen aller Klassen, alte und junge, vornehme und schlichte, gebildete und ungebildete. Sympathie ist fast immer spürbar, aber es ist doch wahrnehmbar, wo überwiegend Faszination im Spiel ist oder eher mehr Mitleid. Die Gründe, soweit sie ihm bewusst sind, hat er ebenfalls in Briefen benannt. Beinahe doppelt liebt er, wenn er Schwächen und Verirrungen, dem ganzen Zauber des Evatums, bis zum Infernal Angeflogenen hin begegnet. Aber nur die echten, ehrlichen Magdalenen findet er unwiderstehlich. Seine besondere Neigung haben auch die Melusinen, die statt des Gefühls nur die Sehnsucht nach dem Gefühl haben. Und die nervösen Frauen, die er vor dem Vorwurf, krank zu sein, ausdrücklich in Schutz nimmt. Was heißt gesund, was heißt krank, schreibt er. Und wenn krank, dann bin ich eventuell für das Kranke. Dies Natürliche hat es mir seit lange angetan. Ich lege nur darauf Gewicht, fühle mich nur dadurch angezogen. Und dies ist wohl der Grund, warum meine Frauengestalten alle einen Knacks weg haben. Gerade dadurch sind sie mir lieb, ich verliebe mich in sie, nicht um ihre Tugenden, ne, sondern um ihre Menschlichkeiten, das heißt um ihre Schwächen und Sünden willen. Wenn man so schön geträumt hat, so muss man Gott dafür danken. Man darf nicht klagen, dass der Traum aufhört und die Wirklichkeit fernfängt. Alles war mein freier Entschluss. Die Auserwählte ist nicht die Schneidermamsell, sondern seine adlige Cousine. Es rückt sich alles wieder zurecht. Als Vorabdruck erscheint Irrungen, Wirrungen in der Vossischen Zeitung, dem tonangebenden Sprachrohr der Bourgeoisie. Die Leser empören sich über die grässliche Hurengeschichte. Gibt es denn außer ein paar Nachmittagspredigern noch irgendeinen gebildeten und herzensanständigen Menschen, der sich über eine Schneidermamsell mit einem freien Liebesverhältnis wirklich moralisch entrüstet? Ich kenne keinen und setze hinzu, Gott sei Dank, dass ich keinen kenne. Nicht das schmutzstarrende Elend des Proletariats, gröhlende Alkoholiker, schlampige Prostituierte oder Hungernde, die massenhaft in Berlin des Gründerzeitfiebers in Hinterhofghettos vegetieren, bevölkern Fontanes Berliner Romanwelten, sondern die properen, die redlichen Armen, die das Leben nehmen, wie es ist, nicht wie es sein sollte. Seine Heldinnen sind Frauen, die ihr Schicksal resolut in die Hand nehmen. Ich schreibe alles wie mit einem Psychographen und folge, nach dem Plan und Ziel mir feststehen, dem bekannten dunklen Drange. Und nun spricht diese Stine im Stine-Stil statt im Lene-Stil. Warum? Meine ganze Produktion ist Psychographie und Kritik, Dunkelschöpfung im Lichte zurechtgerückt. Millionen von Arbeitern sind gerade so gescheit, so gebildet, so ehrenhaft wie Adel und Bürgerstand. Alle diese Leute sind uns vollkommen ebenbürtig. Die neue, bessere Welt fängt beim vierten Stande an. Alles ist viel echter, wahrer, lebensvoller. Die Arbeiter packen alles neu an, haben nicht nur neue Ziele, sondern auch neue Wege. Voll Abscheu beobachtet Fontane, der nun seine Wanderungen in Berliner Straßen fortsetzt, die gesellschaftlichen Aufsteiger, die Bourgeoisie. Ihr setzt er in seinem Roman Frau Jenny Treibel oder Wo sich Herz zu Herzen findet, ein sarkastisches Denkmal.
Jenny Treibel, Näh-Bürstenbinder, mit Puffscheitel und Brillantbommeln, Gattin eines Berliner Blaufabrikanten, schwärmt für das Höhere, das Ideale, die Poesie. Zweck der Geschichte, das hohle, phrasenhafte, hochmütige, hartherzige des Bourgeoisie-Standpunkts zu zeigen. Ich hab es getragen, 7 Jahre. Die Deutsche Rundschau, das Eliteblatt des Deutschen Reiches, zahlt ein Drittel schlechter als die Gartenlaube. Doch trotz ständiger Geldknappheit versucht Fontane, seine Manuskripte bei der Rundschau unterzubringen. Wo sich Herz zum Herzen findet, ist die Schlusszeile eines sentimentalen Liebesliedes, das die 50-jährige Kommerzienrätin im engeren Zirkel beständig singt und sich dadurch Anspruch auf das Höhere erwirbt, während in Wahrheit viel Geld das Höhere bedeutet. Trotzdem, Fontane ist auch Autor der Gartenlaube. Literatur ist, was man zweimal liest. Der Konsumroman, den lese ich und lege ihn weg, er hat seine Aufgabe erfüllt. Der literarische Roman zieht mich immer wieder an, weil er Rätsel enthält, die ich gerne auflösen möchte. Und in diesem Sinne, glaube ich, hat sich Fontane nicht entwickelt vom Unterhaltungsautor zum literarischen Autor, sondern nicht in einer Linie, sondern eher in einem Auf und Ab, in einer Zickzack-Bewegung. Er beginnt mit einem großen historischen Roman, den man leider immer an den Konversationsromanen misst und sagt, das ist ja kein echter Roman. Man muss sich daran gewöhnen, dass der seine eigenen Gesetze hat. Dann geht er zu Schach von Boutenot. Da beginnt sich der wirkliche Fontane zu zeigen. Die Kralle, die satirische und die ironische. Er schreibt große Romane, aber dazwischen schreibt er immer wieder Geschichten oder Romane für Familienzeitungen, die eigentlich dem Konsum angehören. Ich glaube, er scheut davor zurück, Liebesromane als Liebesromane zu schreiben. Die besten Geschichten, selbst wenn sie vorgeben, Liebesgeschichten zu sein, sind keine. Im Stechlin, wo er sagt, die ganze Handlung besteht darin, ein Alter stirbt und zwei Junge heiraten. Die eigentliche Liebesgeschichte ist ja unhörbar. Zunächst dachte ich, dass unwiderruflich der beste Roman ist und einer der besten deutschen Romane überhaupt. Später bin ich zur Ansicht gekommen, da war ich vielleicht etwas weniger ästhetisch gestimmt, dass Frau Jenny Treibel die beste deutsche Komödie ist. Ich meine, was dort geschieht, die Spaziergänge in Berlin, die Satire gegen die Professoren, gegen den preußisch-blau-Erzeuger, das ist ganz wunderbar. Aber im Augenblick gilt meine Sympathie dem letzten, nicht ganz vollendeten Roman oder der Novelle Mathilde Möhring, weil die nur mit Andeutungen arbeitet und mit reiner Intelligenz. Und da würde ich doch eine Entwicklung sehen. Angefangen von Vor dem Sturm, ein massiver Roman in 3 Bänden, Walter Scott-Nachahmung, Liebesgeschichte, ein bisschen Hexengeschichte. Napoleon erscheint einmal mit seinem quittengelben Gesicht, genau wie die historische Figur eben bei Scott erscheint, so an der Peripherie. Partisanenkämpfe gegen die Franzosen, die ganze Geschichte. Und zum Schluss die Mathilde Möhring, Frau und Mann. Die Frau versucht, den Mann zu emanzipieren. Er stirbt und sie emanzipiert sich selbst. Die letzten 20 Jahre seines Lebens, das sind die eigentlichen Jahre, die des nur noch Schriftstellers Fontane. Nach dem Erscheinen des ersten Romans Vor dem Sturm 1878 folgt mit absoluter Promptheit jedes Jahr ein weiterer. 2 Jahre vorher hatte er sich endgültig von der Galeerenarbeit eines Brotberufs befreit. Mathilde von Rohr, Stiftsfräulein im Kloster Dobertin und Vorbild für Adelheid von Stechlin, die Domina des Klosters Wutz, ist ihm nach dieser Entscheidung, die eine Ehekrise auslöst, eine verständnisvolle, mütterliche Freundin.
und dass dem Netze dieser Spreekanäle nichts von dem Zauber von Venedig fehle, durch Furcht, das endlos wirre Flussrevier in seinem Boot der Spreewaldgondolier. 1882 erscheint der letzte Band der Wanderungen, das Spreeland. Den allerletzten Wanderungsaufsatz aber druckt das Wochenblatt daheim 10 Jahre nach dem Spreeland. In seinem typischen, scheinbar schwerelosen Plauderton, dem Fontane Parlando, erinnert er sich an die Freundin Mathilde von Rohr, deren Empfehlungsschreiben ihm die Türen der märkischen Adelshäuser geöffnet hatten. Ich bin keine große und reiche Dichternatur. Es drippelt nur so. Ich bin eine gute Sorte Sonntagsdichter, der die Welt nicht weiter kränkt, wenn er es lässt. Hatte er in einem Brief an seine Frau geklagt. Sie tröstete ihn. Wer den Archibald Douglas geschrieben hat, der versündigt sich, wenn er sagt, es drippelt nur so. Später, als er längst zur Ikone des Berliner Geisteslebens geworden war, verrät sie ihn an den jungen Gerhard Hauptmann, den Fontane so sehr schätzt. Da hält er sich nun immer für einen Dichter, aber er ist gar keiner. Der empfindliche, durch häufige Nervenpleiten gereizte Eheskeptiker hat zu Hause eine Verbündete, die Tochter Mete, die ihm in ihrer sprunghaften Labilität ähnlich ist. Das Jahr 1889, der 70. Geburtstag. Ein Festessen wird ausgerichtet, 400 geladene Gäste, die das Vertilgen teurer Speisen und Weine mehr interessiert als der Gefeierte. Mitten in den Vortrag des Archibald Douglas, den Höhepunkt der Feier, wird ahnungslos hineingeklatscht. Es war wie Hühnerdreck, der mir auf meinen Freudenteller fiel. Das moderne Berlin hat einen Götzen aus mir gemacht, aber das alte Preußen, das ich durch mehr als 40 Jahre hin verherrlicht habe, dies alte Preußen hat sich kaum gerührt und alles den Juden überlassen. Viele jüdische Intellektuelle sind Weggefährten Fontanes, wie seine Verleger Herz und Rodenberg oder der schlesische Amtsrichter Friedländer. Das alte Preußen. 1888 stirbt der einfache, biedere, noch in stolzer friderizianischer Tradition aufgewachsene Kaiser Wilhelm I. Ihm folgt der forsche Militarist Wilhelm II. Was mir an dem Kaiser gefällt, ist der totale Bruch mit dem Alten. Und was mir an dem Kaiser nicht gefällt, das ist das Wiederherstellen wollen des Uralten. Das Jahr 1892. Fontane wird menschenscheu, ist oft grenzenlos verstimmt. Der 72-Jährige kann nicht mehr arbeiten, fühlt sich verbraucht. Er leidet an Depressionen, wiederkehrenden Infektionen, hat eine Morphiumvergiftung und flüchtet in die Sommerfrische ins Riesengebirge. Sein Zustand verschlechtert sich dramatisch. Es wird geistige Umnachtung befürchtet. Er kehrt zurück in die ungesunde Berliner Kanalluft, in die Mauseloch-Existenz seiner 3-Treppen-Hochklause. Der Arzt verordnet Selbstanalyse, das Eintauchen in die Kindheit. Die Arbeit an Effi Briest hat er unterbrochen. Er denkt zurück an Neuruppin, wo die Langeweile ihre graue Fahne schwingt, an das poetische Ostseenest Swinemünde, und er erinnert sich an den Vater, an den letzten Besuch in Schiffmühle, an das Oderbruch in seiner Sommerschönheit. Der Zorn über den Egoismus des Vaters, der alles Geld verprasst hat, ohne an Frau und Kinder zu denken, ist längst verflogen. An dem träg vorüberschleichenden und von gelben und weißen Mummeln überwachsenen Flusse stand das Haus meines Vaters. Mit dem wehmütigen Gefühl des Unwiederbringlich denkt der 72-jährige Fontane an den greisen Vater, den einstigen Frauenhelden und Glücksspieler, dem das Alter die Kanten geschliffen hat, an den anrührenden alten Mann, gütig, gelassen, lebensklug. So wie er zuletzt war, so war er eigentlich. Als 5 Uhr heran war, musste ich wieder fort. Ich begleite dich noch. Und so brachte er mich bis über die Brücke. Nun lebe wohl und lass dich noch mal sehen. Er sagte das mit bewegter Stimme, denn er hatte die Vorahnung, dass dies der Abschied sei. Ich komme wieder, recht bald. Er nahm das grüne Käpsel ab und winkte. Und ich kam auch bald wieder. Es war in den ersten Oktobertagen und oben auf dem Bergrücken ruht er nun aus von Lebenslust und Mühe.
immer enger, leise, leise ziehen sich die Lebenskreise, schwindet hin, was prahlt und prunkt, schwindet Hoffen, Hassen, Lieben und ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt. Ein Jahr vor seinem Tod erscheint der letzte Roman, der Stechlin. An dessen Ende wird ein märkischer Junker und mit ihm die alte preußische Welt zu Grabe getragen. Auch Fontanes eigene Lebenskreise werden enger. Nur selten sieht man ihn noch in den Berliner Straßen, aufrecht mit seinen strahlend blauen Augen und dem wehenden blaugrünen schottischen Schal. Er leidet unter Husten, Ischias, Nervenpleiten. Zurückgezogen, fast karg, beginnt das Jahr 1898, sein 79. Lebensjahr. Punschlos, einen einzigen Pfandkuchen in der Hand, traten wir ins neue Jahr. Noch einmal kehrt er, wie er sagt, zu den alten Göttern zurück. Zu den Wanderungen durch die Mark, zum Ländchen Friesack und den Bredows. Im Frühling ist er zur Kur in Dresden, im Sommer in Karlsbad. Am 16. September verlobt sich Mete, inzwischen 38, mit einem 20 Jahre älteren Witwer. Fontane trägt ein Gedicht vor. Als ich 75 wurde, Abraham, Isaac, Israel, alle Patriarchen sind zur Stell, stellen mich freundlich an ihre Spitze, was sollen mir da noch die Itzenblitze? Alle kannten mich lange schon, und das ist die Hauptsache. Kommen Sie, Kohn. Am 20. September liest er in der Abenddämmerung die Vossische Zeitung. Auf dem Schreibtisch liegt ein Gedicht. Es ist sein letztes. Als ich zwei dicke Bände herausgab, aller Orten umklingt es mich wie Rauschen im Wald. Was du tun musst, tue bald. Nach dem Abendessen geht er in sein Zimmer. Die alte Familienuhr schlägt 9-mal. Fontane ist tot. Der Hofschauspieler Louis Schneider hatte ihm einmal gesagt, sehen Sie, als ich noch auf der Bühne herummimte, da hatten wir einen Trostsatz. Um 9 ist alles aus. Und das hat mir der gute Schneider nicht umsonst gesagt. Ich bin ihm bis diese Stunde dafür dankbar. Um 9 ist alles aus.